Joho, Pokémon-Freunde! Willkommen zu einem neuen Pokémon-Let's Play auf meinem Kanal, Pokémon Mond. Sonne und Mond kommen am 23. bei uns raus und zu Anlass dessen gibt es ja auch diese coolen Autogrammstunden überall in Deutschland. Zum einen in Bayreuth, in Köln und in Berlin. Und am 23. bin ich zusammen mit der Tyrafin und dem Looks Like Link in Berlin. Es gibt immer noch ein paar VIP-Tickets, die kostenlos sind. Also, wenn ihr vorbeischauen möchtet, das ist direkt beim Saturn im Alexanderplatz. Alle Informationen dazu findet ihr auch nochmal in der Videobeschreibung. Aber wir wollen jetzt endlich losstarten in Pokémon Mond. Dann ab heute dürfen wir es spielen. Und ich habe mich nicht so extrem viel spoilern lassen, aber ganz schön hypen lassen, möchte ich sagen. Also, das Ganze wird wieder mal ein richtiges Blind-Let's Play. Und, sagen wir es mal so, ich habe einige Informationen zu dem Spiel und ich habe mir auch viel angesehen und ich habe mir auch viele Trailer dazu angesehen und welche Pokémon jetzt teilweise neu sind und so weiter und so fort. Aber in Maßen. Also ich habe mir nicht alles angeguckt, weil ich wollte auch nicht alles wissen. Und wir werden dieses Let's Play auch sehr langsam starten, uns wirklich ganz genau die ersten Tage alles anschauen, alles genau erkunden, die Grafik ein bisschen auseinandernehmen, uns darüber unterhalten, wie bestimmte Elemente aufgebaut sind und eventuell auch mal ein bisschen recherchieren, wenn wir irgendwelchen neuen Pokémon begegnen, was für Informationen es schon dazu gibt. Denn ich möchte die Anfangsphase des Spiels bis zum 23. strecken. Denn dann könnt ja ihr spielen und dann habt ihr nicht so einen krassen Spoiler, sondern ihr könnt eher entscheiden, ist das Spiel wirklich was für mich? Packt mich auch der Hype, würde ich denken, oh, das ist cool, das ist toll. Ich werde nicht in der Story voranrushen. Wir werden das ganz langsam und gemütlich angehen. Also ihr werdet da quasi so eine Art, ja, Ersteindruck über die ersten Tage bekommen und euch selber überlegen können, hey, ist das Pokémon-Spiel was für mich? Möchte ich das auch spielen? Oder ist das vielleicht mein Einstieg in die Pokémon-Welt? Ich werde auch ein bisschen über Pokémon die ganze Zeit mit euch reden, sodass wir vielleicht ein bisschen, ja, Gesamterfahrungen sammeln können. Für Leute, die, ja, vielleicht noch gar kein Pokémon gespielt haben, das soll es auch geben. Das soll es tatsächlich auch geben. Ey, Menschen ohne Pokémon-Erfahrung. Da ist meine Dedenne gleich am Schaudern, ich merke das schon. Ja, soll heißen, ihr werdet nicht viele Spoiler erleben bis zum 23. Ich werde nicht in der Story da voranrushen. Wenn euch das enttäuscht, weil ihr gerne gleich sofort alles sehen wollt, es gibt auch noch andere Let's Player, die das ganze Let's Playen. Viele meiner Kollegen machen das so. Aber ich habe mir gedacht, damit ihr, weil ihr ja alle auch Pokémon spielt, mit mir zusammen die Erfahrung dieses Spiels machen könnt, spiele ich so viel, wie man vielleicht auch am Stück spielen könnte bis zum 23. Sodass ihr, wenn ihr dann die Pokémon-Edition habt und die durchzockt, gleich am Anfang total schnell vorankommt und dann weiter seid als ich im Let's Play. Es ist immer lustiger, wenn man dann weiter ist oder man spielt Schritt für Schritt gleich. Ab 23. wird allerdings das Tempo ganz schön anziehen. Da werde ich zugesehen, dass wir vom Spiel ein bisschen mehr mitbekommen. Dann haben wir natürlich aber auch sowieso schon alles bequatscht, was wichtig war. Und wenn dann mal wieder eine neue Mechanik auf uns zukommt, dann werden wir uns die natürlich auch ansehen. So, genug gequatscht am Anfang. Das wollte ich euch mitteilen. Ich freue mich jetzt wahnsinnig darauf, mit euch in dieses Let's Play zu starten und gotta catch them all, Pokémon! So, dann wollen wir doch zusammen einfach mal Pokémon Mond auspacken. Okay, der Klassiker. Wir haben wieder hier den Nintendo-Streifen. No. Wartet mal, ich gehe mal näher ran. So, dann kann man auch die Rückseite sich angucken. Da sehen wir auch schon die Alola-Form von Raichu. Und da sehen wir die Starter-Pokémon. Und da sehen wir die Alola-Form von Radikal, die voll cool ist. Und da sehen wir mein Igel-Pokémon. Da ist das Igel-Pokémon. Das will ich haben. Ich will das Igel-Pokémon. Ich hoffe, das kriegt man schon ganz am Anfang. Tja, da bin ich ja mal gespannt hier. Da, Pokémon Moon. Und das werde ich jetzt rausklauben. So, und dann, damit wir den Sound auch hören, hier den ah, schön. Es kommt bestimmt gleich wieder Oh My Swirls. Okay. Tja, dann gebe ich von hier direkt ab nach... Du erhältst einen Anruf von Professor Kukui aus der Alola-Region. Einen Augenblick!
Hallo, Abend. Es dauert nicht mehr lang, bis du nach Alola ziehst. Die Alola-Region besteht aus mehreren Inseln. Es ist wahrscheinlich auch der Grund, warum es hier so viele seltene Pokémon gibt. Die Alola-Region ist die Heimat vieler Wesen, die Pokémon genannt werden. Pokémon sind wirklich einzigartige Lebewesen. Sie halten sich im hohen Gras auf, in Höhlen, am Himmel, im Meer, einfach überall. Pokémon und Menschen helfen einander aus und leben in Harmonie miteinander. Manche Leute werden zu Pokémon-Trainern und lassen ihre Pokémon gegeneinander kämpfen. Wuffels, ich kann jetzt nicht mit dir spielen. Ich stecke mit in einem richtigen Gespräch. Ich hätte da ein paar Fragen an dich, um den Leuten in Alola mehr von dir erzählen zu können. Welches dieser Fotos stammt gleich nochmal von dir? Oh, wir dürfen unseren Trainer wählen. Das ist cool. Ja, das Foto da, das bin definitiv ich. Das bin definitiv ich, ja. Da spielst du also du. Ja, das bin definitiv ich, Professor. Gut, und könntest du mir nochmal deinen Namen für mich buchstabieren? Das wäre gut. Hier. Zack. Und dann gibt es das doch bestimmt auch in klein, oder? Gibt's das hier? Das sind die. Achso, das sind unterschiedliche Dinger. Da. O. N. A. Mona, sie ist ein Vampir. Hey, kein Vampir. Hey, not a vampire. Oder was? Was? Die Eingabe ist nicht zulässig. Aber. Aber das ist der perfekte Name für Pokémon Moon. Wie wär's denn mit Mona? Dann nehmen wir halt Mona. Dann heiße ich jetzt Mona, ist mir doch egal. Mona, hab ich dann richtig notiert. Ja, eigentlich mit einem, aber dann in dem Fall ist ja schon okay, Professor. Alles klar, jetzt habe ich alle Infos, die ich brauche. Mona! Toll, der Name schlägt ein wie ein Donnerblitz. Ich freue mich schon drauf, dich persönlich willkommen heißen zu dürfen. Alola! Hey Mona, hilfst du mir bitte bei den Vorbereitungen für den Umzug? Das kann ich nicht lesen, das ist... Was ist was? Was war das? Ich kann doch keine Pokémon-Schrift. Aber wir werden das gleich kennenlernen. Pokémon Mond. Ach, herrlich. Und ich liebe die Thematik Sonne und Mond so sehr. Darauf habe ich gewartet. Schon von Anfang an. Ach, 3 Monate später. Wow, das sieht ja schick aus. Oh mein Gott, sieht das schick aus, wie sich der Sternenhimmel im Wasser widerspiegelt. Ha, ist das nicht herrlich, idyllisch? Unser erster richtiger Abend unter dem Mond.
Von Alola. Sein sanfter Schein ist ja so beruhigend. Na gut, es wird Zeit, die Umzugskartons endlich auszupacken. Mauzi, gehst du bitte Muna holen? Mauzi! Miau! Boah, ich liebe Mauzi und ich liebe es, wie es läuft und dass sie die Animation hier so reingebracht haben. Ah! Oh mein Gott, das ist großartig. Boah, wie viel cooles Zimmer. Mauzi! Miau! Oh, das ist ein Pikachu! Ach, meine Lieblingsbeschäftigung, schön. Miau! Was macht denn hier so ein Lärm? Ist ja unglaublich. Oh, hallo Mauzina, wie geht's dir? Nee, später. Oh, guck mal, ein Buch. Ich schaffe es schon wieder, in den allerersten Minuten des Spiels gegen Tische zu laufen. Unfassbar. Du schaust in das Notizbuch, das dein Vater dir gegeben hat. Abenteuer Regel Nummer 1. Drücke den X-Knopf, um das Menü zu öffnen. Wähle Speichern, um dein Spiel zu sichern. Ja, muss jetzt doch nicht sein. Das Pikachu? Das ist eine Plüschpuppe. Das Maus-Pokémon Pikachu. Ja. Hier habe ich meine Nintendo Wii U stehen. Sieht aus wie eine Wii U-Konsole. Das Gamepad an einem eigenen Bildschirm. Oh, ein Ditto. Ein Ditto-Kissen und der Pokémon-Wedel. Und überall sind Mauzis Kratzspuren. Das war so klar. Kann ich mir irgendwas aus meinem Schrank holen? Nein. Ich bin ein bisschen kühl für abends. Oh. Ein paar Umzugkartons, die noch nicht ausgepackt wurden. Sollte ich vielleicht Mama helfen? Ach was. Wir gehen jetzt erstmal runter. Gott, so viele kleine Details. Oh mein Gott, ist das schön gemacht. Oh mein Gott, sieht das gut aus. Oh, du hast tief und fest geschlafen, was? Jetzt strotzt du sicher nur so vor Energie. Und Muna, freust du dich schon auf Alolas Pokémon? Na und ob. Na, das lobe ich mir. Ich würde ja auch viel lieber rausgehen, als sich hier die Kartons und sowas auszuräumen. Wir leben jetzt schließlich in der Alola-Region, einem Inselparadies, das viele Touristen anzieht. Da werden auch die einheimischen Pokémon bestimmt alle total lieb sein, ganz sicher. Oh. Wo ist er an der Tür geklingelt? Das kann eigentlich nur Professor Kukui sein. Mach's ihn bitte auf, Muna. Was macht der denn so spät abends hier? Na gut, kein Problem. Oh mein Gott, dieser 3D-Effekt. Wie er sich einfach selbst einlädt. Hallo, Mona, ich bin's, Professor Kukui. Endlich lerne ich dich persönlich gerne und freut mich sehr. Die Reise nach Alola war bestimmt anstrengend und lang, was? Oh, kommst du mit der Zeitverschiebung zurecht? Alola und Ganko sind ja ganz schön weit voneinander entfernt. Für dich fühlt es sich bestimmt noch wie Abend an, oder? Hallo, Professor Kukui. Wir sind gestern in Alola eingetroffen. Ah, die Dame des Hauses. Ich war so froh, mich selbst hereinzulassen. Ach, und das mit Professor lassen wir lieber, wenn es recht ist. Warum denn so formell? Tut's mir doch einfach. Ich heiße euch herzlich in Alola willkommen. Ja, vielen Dank. Ich erinnere mich noch gut daran, wie sie, ich meine, natürlich du damals gegen die Arenaleiter von Kanto gekämpft hast. Als wäre es gestern gewesen. Seitdem faszinieren mich die Pokémon der Alola-Region. Jetzt bin ich endlich hier. Ich war damals in Kanto, um dort Pokémon-Attacken zu erforschen. Aber obwohl ich schon viel über das Thema wusste, haben mich die Arena-Leiter ganz schön alt aussehen lassen. Aber genug von Kanto. Komm doch mit mir, Muna. Lass uns die Nachbarstadt besuchen. Dort kannst du den Inselkönig treffen und mit etwas Glück erhältst du auch ein Pokémon. Ein Pokémon? Der Inselkönig? Richtig, der Inselkönig ist ein äußerst starker und erfahrener Pokémon-Trainer. Nur wenige können ihn im Kampf das Wasser reichen. Und er gibt allen Kindern in Lili, die bereit sind, sich einem großen Abenteuer zu stellen, liebend gern ihr erstes Pokémon. Ah, na sowas! Und sie bekommt echt ein Pokémon von ihm! Oh, der Inselkönig ist ja wirklich nett. Worauf wartest du noch, Muna? Geh und hol schnell deine Sachen. Deine Mütze und deinen Beutel findest du in einem der Umzugskartons dort oben in deinem Zimmer. Ach, und vergiss nicht, einen Blick in deine Abenteuerfibel zu werfen. Ich glaube, sie liegt auf dem Schreibtisch.
Oh, na, da bin ich ja mal gespannt, was für eine Mütze du trägst. Ich auch, Mütze? Aber ich bin ja Mützenträger. Wobei, ich bin ja nicht mehr der Kapuzenträger. Na, Mauzi, bald sehen wir uns nicht mehr so oft, wenn ich auf große Pokémon-Reise gehe. Das endet nämlich immer so, wenn man das Haus seiner Mama verlässt als Pokémon-Trainer. Und ja, wie oft haben wir das schon erlebt? Wie hat sich das entwickelt? Guckt es euch an. Wie hat sich das nur weiterentwickelt? Unser süßer, kleiner, pixeliger Mini-Raum aus den allerersten Pokémon-Editionen. Ja, unsere Mama, die uns gehen lassen muss, und wir als Trainer Rot bestreiten unseren Weg als Pokémon-Trainer und bekommen unser erstes Pokémon Glumanda, Shigi, Bisasam, und jetzt stehen wir hier in einer echt spannenden, neu gestalteten Region, fernab von den vielen Regionen, die wir schon erforschen konnten, in einer 3D-Grafik, die unfassbar flüssig läuft, unglaublich gut aussieht und ein ganz neues Spielgefühl gibt, und das auf einem kleinen Handheld. Auf einem kleinen Handheld. Wann habt ihr denn angefangen, Pokémon zu spielen? Was war eure allererste Edition? Also ich habe mit Pokémon Blau damals gestartet. Das habe ich mir von meiner besten Freundin ausgeliehen gehabt und ich durfte halt da ein bisschen zocken, natürlich ohne zu speichern, was ich auch brav gemacht habe. Und dann habe ich meine Mutter breitschlagen können, mir selber die blaue Edition zu kaufen. Und ich glaube, die besitze ich auch noch. Ich glaube, die ist auch noch in einer meiner Gameboy-Kartons, in einem meiner Gameboy-Kartons verschollen irgendwo. So, dann gehen wir doch mal hier gucken. Du durchwühlst die Umzugskiste und du findest deine Mütze und deinen Beutel. Oh mein Gott, die Mütze ist voll cool. Ich sehe ja selber aus wie ein kleines Pokémon. Ah, ist das großartig. Früher waren wir auch noch total abhängig davon, wie unsere Trainer aussahen. Sowohl bei XY als auch in Sonne und Mond dürfen wir uns selber gestalten und kreieren. Sieht so aus, als wärst du reisefertig. Viel Spaß. Keine Sorge, die restlichen Kisten kann ich alleine auspacken. Ich will ja, dass sich dein Pokémon bei uns wohlfühlt. Oh, wow, steilige Mütze. Yeah. Ich mag ihn, der ist voll cool. Ah, Mauzi ist so süß. Wir haben einen Mauzi zu Hause. Deine Mutter scheint sich ja sehr darüber zu freuen, dass du ein Pokémon bekommst. Ja, und ich erst. Na gut, dann machen wir uns auf die Socken. Aber nach Lili, dort suchen, also ab nach Lili, ne? Hier, dort suchen wir den Inselkönig und besorgen dir dein erstes Pokémon. Allein, wie sich auch der Anime weiterentwickelt hat. Also ich weiß nicht, ob... Oh mein Gott, da steht das Katzenfutter von Mauzi. Ist das süß? Das sind Mauzis Lieblingsschüsseln. Mama hat sie aus Kanto mitgebracht. Oh, Mauzi hat Lieblingsschüsseln. Ist das süß. Kann ich ja alles anfassen. Hier stehen noch jede Menge Kisten rum, Lebensmittel. Wann hat sie dafür Zeit gefunden, die einzukaufen? Ja, Wahnsinn. Ist das Mamas Raum? Darf ich da rein? Oh ja, cool. Ah, schön. Endlich gibt es mir auch genügend Räume. Oh mein Gott, Mauzi hat ein süßes kleines Bettchen und voll Knäule. Oh Mann, das ist so liebevoll alles gestaltet. Auch so die Idee, dass hier noch so ein paar Sachen auf Pappkartons stehen und alles noch nicht so ganz fertig ist und hier noch die Umkunstungskartons sind. Und Mama hat natürlich ganz viele schöne passende Alola-Kleider sich geholt. Die schönen in die Wand eingelassenen Schränke, auf sowas bin ich immer mega neidisch. Wunderschönes Bett. Das ist ein schöner Raum, den meine Mama hat. Und ich habe auch einen schönen Raum, finde ich. Ist gut, dass sie mal fast an alles gedacht haben. Ich werde im Badezimmer, gibt es nicht. Oder gibt es auch ein Badezimmer? Also, wie gesagt, wenn ich daran denke... Also, Lichtschalter kann ich die an- und ausmachen? Nee, da kann ich schon wieder da reingehen. Okay, gut. Ich dachte, ich könnte vielleicht sogar hier meiner Mutter trollen, indem ich die Lichtschalter ein- und ausschalte. Wie einfach das früher angefangen hat. Wo geht's hier hin? Geht's hier ins Bad? Nee, wir haben Balkon. Oh, hier sind auch noch Umzugskartons. Oh, wie schön, wir haben Balkon. Jetzt würde ich mir wahnsinnig gerne hier irgendwie... Oh, das wollte ich gar nicht. Die Aussicht angucken. Hier ist bestimmt voll die schöne Aussicht. Mega schönes Haus. Hallo Mauzi, hallo Mama. Okay, einen anderen Raum gibt es hier nicht. Also ein Badezimmer ist überbewertet. Es ist wahrscheinlich im Flur und wir gehen immer den Flur direkt schon in unser Zimmer hoch und so. Kann ich den Fernseher einschalten? Ganz weit oben auf dem Speiseplan steht Malasadas. Schnallt euch an. Alola und willkommen bei meiner Sendung. Heute habe ich für euch den Weg zu versüßen, denn ich esse einen Zucker-Malasada für euch. Ich bin so frei und gönn mir einen Bissen. Unglaublich. Das ist fast so süß wie das Fell eines Saberione-Hunde, die Sabernes. Schon ein bisschen entfacht ein wahres Geschmacksfeuerwerk in meinem Mund. Das ist genau das Richtige für Pokémon, die es gern süß mögen. Schaltet morgen wieder ein, wenn es heißt, ganz weit oben auf dem Speiseplan stehen Malasadas. Malasadas, sind das Beeren? Sind das Pokémon-Beeren oder so? Also die Details einfach nur... Oh mein Gott, das hat sich so krass verändert, das Spiel. Und der Anime hat ja auch komplett neuen Artstyle. Ich geh mal raus.
Und ich mag es, wie begeistert Ash ist, seinem Alter entsprechend. Okay, er altert ja nicht, aber ihr wisst, was ich meine. Es fühlt sich richtig, richtig an, die neuen Pokémon-Editionen. Ah, hier ist unser Balkon. Das ist unsere Aussicht, das ist ja schön. Was gibt's hier? Zu Hause von Muna. Wir haben sogar eine Garage. Das ist ja der Wahnsinn. Professor? Ach, da ist er ja. Hallo dann, willkommen in Alola, einem wahren Paradies für Pokémon. Hier in Alola leben Menschen und Pokémon miteinander in Harmonie und helfen sich gegenseitig. Solange du ein Pokémon an deiner Seite hast, stehen dir in Alola alle Türen offen. Deshalb muss ich dich auch so schnell wie möglich dem Inselkönig vorstellen. Folge mir, das Dorf Lili ist nicht weit von hier. Ich weiß nicht, wie man es richtig ausspricht. Oh, wie süß. Du hast ja niedlichen kleinen Wufzel. Hallo, du siehst aus, als würde es dir Spaß machen, in Alola herumzulaufen. Da bekomme ich auch gleich Lust auf einen ordentlichen Sprint. Wie ging dieses berühmte Lied doch mal? Den B-Knopf gedrückt, sprintet wie verrückt. Oh, ein kleiner Wuffel. Wuffel, oh, die sind süß. Ich muss mich hier überall mal umgucken. Wir sind jetzt auf Route 1. Hallo? Die Wissenschaft kennt keine Grenzen. Inzwischen reicht ein Knopfdruck, um mit anderen Spielern Pokémon zu tauschen oder einen Pokémon-Kampf auszutragen. Ja, früher war das nicht so. Damals hatte der Nintendo Game Boy keinen... Kann ich hier irgendwo hin? Gibt es hier irgendwas Schönes? Kann ich was anfassen? Nein. Kein Internet und sowas. Man hat mit Kabeln getauscht. Mit den guten alten Kabeln. Aber auch das hat ja viel Spaß gemacht, auch wenn das nicht immer ganz reibungslos funktioniert hat. Berg! Und Mona, wie gefällt es dir in Alola? Also bis jetzt finde ich es klasse. Das hört man gerne. Es freut mich, dass dir die Alola-Region bereits ins Herz gewachsen ist, wollte ich sagen. So. Und da haben wir auch gleich einen jungen Pokémon-Trainer aus Alola. Professor, oh cool, ich muss mir unbedingt ganz bald wieder eine Attacke empfehlen. Ach was, in Wirklichkeit weißt du sicher schon, welche Attacke du einsetzen möchtest, oder? Komm doch wieder, sobald dein Pokémon eine neue Attacke erlernt hat, dann kämpfen wir. Okay. Ein Pikachu! Oh, wie süß. Ah, ja, du kannst dich mit Pokémon ins hohe Gras stürzen und dort versuchen, wilde Pokémon für dein Team zu fangen. Aber dafür brauchst du natürlich erst dein eigenes Pokémon. Und Trainer lassen ihre geliebten Pokémon am liebsten gegeneinander im Kampf antreten, um zu sehen, wessen Team mehr drauf hat. Los jetzt, Mangunior! Trump! Trump! Hallo, ey, du bist doch neu hergezogen, oder? Lass uns unbedingt mal einen aufregenden Pokémon-Kampf austragen. Siehst du, dank der Pokémon lernt man hier handumdrehen neue Leute kennen. In Ordnung, dann wollen wir mal. Lili-I liegt direkt vor uns. Die Wunder sind im süßen kleinen Vorort irgendwie voll knuffig gemacht. Direkt am Strand vor allen Dingen, voll super. Oh, so schön hier in Lili-I. Lili-I? Da werden wir auch schon. Das hier ist das wunderschöne Lili-I. Und genau hier wird auch der Schutzpatron von Mili-Mili-Kapuriki von allen verehrt. Bitte was? Nanu, ich hatte doch gesagt, dass wir uns alle hier treffen. Ich höre jede Menge Pokémon. Vielleicht wartet ihr bereits hinten beim Mahalo im Bergpfad. Mahalo? Heißt das nicht auch irgendwie Hallo oder sowas? Dort befindet sich nämlich die Ruine des Schutzpatrons Kapuriki. Hamuna, bist du gut und gehst du den Inselkönig mal so suchen? Ich bleib hier sicherheitshalber, damit wir uns nicht hier verpassen, ja? Der Inselkönig sieht genauso aus, wie man sich ihn vorstellt, wie der König der Insel hat. Ja. Okay, den König der Insel suchen. Aber erstmal möchte ich mich hier noch ein bisschen umgucken. Oh mein Gott, die Pokémon-Editionen haben sich so krass verändert. Ich kann es einfach nicht fassen, dass ich gerade auf diesem winzigen Nintendo 3DS, den ich besitze, und es ist ein normaler Nintendo 3DS, einer von den alten, hier dieses Spiel spiele in einer formidablen 3D-Grafik. Der Pixel-Art-Style ist völlig akzeptabel. Ich könnte jetzt hier noch in lauter Häuser reingehen. Das machen wir auch einfach mal. Ich habe ja gesagt, wir fangen ganz langsam an mit dem Gameplay. Hallo, ich bin neu hier.
Das heißt, dass die Menschen über das Meer nach Alola gekommen seien und die Region in Zusammenarbeit mit Pokémon aufbauten. Was für eine Beziehung wir zu unseren Pokémon pflegen, ist von Mensch zu Mensch verschieden. Für manche sind sie Partner für Pokémon-Kämpfe, während andere mit ihnen als Freunde zusammenleben. Oder auch beides. Also meine Pokémon sind Freunde und auch Partner im Kampf. Tja, die Pokémon, unterworfen den verschiedensten Typen, Arten, den merkwürdigsten Objekten oder Tieren aus unserer Welt zum Vorbild, haben sie die lustigsten Namen, die merkwürdigsten Entwicklungen und man tritt in rundenbasierenden Kämpfen mit ihnen gegeneinander an, um Pokémon-Meister zu werden. Ja, wo fühlt sich mal gerade an die Zeichen deiner Zuneigung seinen steinernen Fellkragen an dir? Das tut allerdings ein bisschen weh. Ja, du bist ein Stein-Pokémon. Also, ich will dir nur noch mal sagen, ne? Das tut schon ein bisschen weh. Pass also auf. Ich will mit dem Wuffels reden. Oh Gott, bist du süß! Hallo. Mein kleiner Bruder, mein Pokémon und ich machen uns beim Spielen immer schmutzig. Wir sind eben echte Geschwister. Das ist süß. Ich gehe erstmal alle Leute begrüßen. Ich bin ja neu hier. Ich muss heute neue Freunde kennenlernen. So steht der Opa da. Hallo, Opa. Ja, ist mal nachts das Fenster offen, hält sie in der Nacht auch im Zimmereinzug. Deshalb wird man irgendwann müde. Ja, das macht Sinn. Ach, ob Pokémon oder Mensch, wer ordentlich ist, ist danach natürlich auch ordentlich müde. Das ist der rechte Zeitpunkt, ins Bett zu gehen. Denn dann wacht man morgens auch gestärkt auf. Aber mit vollem Magen schläft sich schlecht. Und mit offenem Fenster auf. Was ist das hier für eine Insel? Was ist das für eins Insel? Aua. Aua. Oh, ich hab mir wieder das Bein an einem Geländer gestoßen. Aua, hab meinen Kopf gegen die Tür geknallt. Au. Schön, ein Wuffels. Das scheint ja hier ein ganz beliebtes Pokémon zu sein. Wir haben Mauzi, das ist auch cool. Ein Wuffel ist ein ganz toller Aberschützer. Wenn ich einkaufen gehe, ist an meiner Seite und wenn ich schlafe, bewacht das meine Tür. Ne, das ist doch cool. Ich im Kühlschrank? Aua, ich bin gegen den Kühlschrank gelaufen. Alles klar. Mein ehemals wildes Wuffels hat sich inzwischen komplett an das Leben in einem Haus gewöhnt. Zuzusehen, wie es mit meiner Tochter spielt, zaubert mir immer ein Lächeln ins Gesicht. Ja, Pokémon zu domestizieren ist gar nicht mal so schwierig. Man kann mit ihnen knuddeln und spielen. Seit einigen Pokémon-Editionen gibt es dieses Pokémon-Ami, ja, mit dem man ja mit seinem Pokémon spielen kann, sich streicheln kann und Minispiele mit ihnen spielen kann und so weiter und so fort. Und naja, da ist es natürlich recht leicht, ihre Zuneigung zu gewinnen. Ändern die Perspektive oder sowas kann man halt leider nicht. Wir können ja mal ins Inventar gucken. In unserem Voltage scheint irgendwas Neues zu sein. Und ich finde die Aufmachung und das Design, muss ich ja sagen, ziemlich stylisch. Ziemlich stylisch. Es ist echt sehr schön gemacht. Und in den Optionen können wir das Texttempo schneller machen. Das ist vielleicht ganz sinnvoll. Animation an, wechseln, Knopfbelegung normal, Teambox manuell. Das machen wir auch alles so, das sieht richtig aus. Und speichern können wir ein erstes Mal. Möchtest du dieses Spiel speichern? Ja, das möchte ich. Wunderbar. Und diese ganzen Geräusche der Pokémon, die man so um sich hört, finde ich halt super. Hört ihr das? Man hört die Pokémon im Hintergrund rufen. Die Details dieses Spiels sind wirklich wunderschön. Und wenn man sich bedenkt, also wenn man sich mal vorstellt und wenn man bedenkt, wie sich das weiterentwickelt hat, wie die ersten Editionen aussahen, wie die ersten Minuten im Haus aussahen, als wir damals mit unserer Mutter kommuniziert haben. Und wenn man sich das jetzt anschaut, wie viel sich in den Jahren getan hat. Ich liebe es, dass dieses Franchise mitwächst. Oh mein Gott, der Charakter hat auch eine Ich-stehe-rum-Animation, wie man das so kennt. Ist das... Oh, das... Ey, das ist das, was ich mir immer gewünscht habe. Das ist das Pokémon-Spiel, was ich mir immer gewünscht habe. Und ich bin sehr gespannt, wie das weitergehen wird und wie sich entwickeln wird. Und ich freue mich darauf, das Ganze mit euch zusammen zu erkunden und zu erforschen. Hey, sie macht das Gleiche, was ich auch mal mache, wenn ich rumstehe. Das, was man mit seinen Schuhen eigentlich nicht machen soll. Großartig. Also, wenn ihr auch gehypt seid von Pokémon Sonne und Mond, schreibt es in die Kommentare. Schreibt mir eure Erfahrungen mit Pokémon. Teilt und liked dieses Video. Damit tut ihr mir und dem Projekt einen riesengroßen Gefallen, weil dann unsere Pokémon-Community auf diesem Kanal wachsen kann. Wenn ihr kein Video verpassen wollt, abonniert mich. Drückt daneben die kleine Glocke, die dann erscheint. Mit dieser kleinen Glocke bekommt ihr immer alle Nachrichten rund zu meinem Kanal als Information halt über den Google-Service zugeschickt. Und tja, dann erlebt auch morgen mit mir ein spannendes Abenteuer, wenn wir dann vermutlich unser erstes Pokémon bekommen. Das wird krass. Da freue ich mich drauf. Und ich weiß immer noch nicht so genau, was ich nehmen werde. Ich glaube, das lasse ich aus dem Bauch heraus. Das lasse ich aus dem Bauch heraus entscheiden, ja. Genau. Okay, macht's gut. Namaste. Nee. Hm.
Ich nehme ja immer noch auf. Ups. Thank you.